muss man extra wieder den Luca rausmuten, weil er musste reinschwätzen und ich halt die Lautsprecher nicht abtreten. Aber nein! Simon, ja, Simon tut er gerne. Keine Rolle. Ich schneide das ja sowieso. Der macht das ja gerne. Du sollst ja auch nicht zu einfach haben. Ja. Ich habe gern Aufmerksamkeit, offenbar, wie wir letzte Woche festgestellt haben, wo wir den Podcast online gestellt haben. Und irgendwie, glaube irgendwie eine halbe Stunde später habe ich jenste E-Mails in meinem Posteingang gehabt. Vor allem nur du. Warum verfuckt nochmal nur ich zu hören bin? Meine Stimme sagt ja sonst schon nervig genug und jetzt hat es nicht mal mit die anderen und so Zeugs. Ja, es ist ein kleines Malheur passiert, weil es ist eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen, weil du deinen Podcast nicht mit Lukas, sondern einfach ein Datum angeschrieben hast, ich nach einem, anstatt einem Podcast und Podcast das Datum nicht da meine, sondern deine nach dem Abmischen zusammengeschickt und der Phil nicht reingelost hat. Ja. Das sind also drei Sachen, die irgendwie schief gelaufen sind. Und dann hast du ihn nochmal hochgeladen und das war immer noch der Falsche gewesen. Und einfach nur Outtakes drin gehabt. Hat noch ein kleines Easter Egg am Schluss, weil ich den Schluss nicht richtig abgeschnitten habe. Aber jetzt ist alles gut und ich hoffe, dass mal. Also, zuerst sofort wieder melden, es ist nicht Absicht und. Ja, und wenn wir uns schnell alles vorstellen, dann am Digitec Podcast. Ja. Genau, ich, Philipp Brüg. Ich bin der Simon Balissa. Und ich, der Luca Fontana. Halli aus Remote. Und der Luca ist einfach immer noch unscharf. In Nacht ist er richtig scharf. Aber auf Video. Ich will es gegen einen Snapchat-Filter. das finden wir auch noch raus. Also gut, das kann man interessieren, weil wir heute wollen wir ja noch Assassin's Creed auch noch streamen und Zeugs und Sachen. Ja. Und die Playstation sollte noch kommen. Vielleicht läutet es dann, dann haue ich einfach ab. Das ist auch schon vorgekommen. Was haben wir heute? Wir haben Apple News. Und die ersten Geräte mit ihrem eigenen ARM-Prozessor vorgestellt. Gorillas sind, also Band, nicht Affen, sind in GTA, mit, ja doch, in GTA. Dann Mass Effect Remastered, Take-Two kauft Codemasters, wir haben viel Game News. Aber es ist auch Game Season. Ist Game Season? Ja. Jetzt sowieso mit der Next Gen, wo jetzt alle langsam kommen oder schon da sind. Für die, die es können bestellen. Dann haben wir die Schweizer Streaming-App, also vom SRF, PlaySwiss. Borat 2. Ja. Genau, Borat 2. Und dann eben Games, Assassin's Creed Valhalla. Zu Mario Kart, zu dem habe ich noch kurz ein Update, habe ich nämlich noch ein bisschen weitergespielt. Tetris Effect sind da noch und der Simon reviewt das Lenkrad. Ja, das habe ich ja schon lange mal angekündigt und ich habe es jetzt auch wirklich mal geschafft. Nach meiner Diskushernien und so habe ich jetzt das Teil mal können ausprobieren. Okay. Sind wir gespannt. Also komm, dann fangen wir an mit Apple und die haben ihr One More Thing Event am Dienstag Abend gehabt. Heisst der jetzt mittlerweile schon so? Das ist gar nicht mal mehr eine Überraschung. Es heisst einfach schon, jetzt heisst der ganze Event schon One More Thing. Das ist korrekt. Also so habe ich es einmal alle davon geredet. Ja, ich weiß. Sie haben ja schon angekündigt, also sie haben beziehungsweise, wenn im Frühling oder nein, ich weiß nicht genau, Anfangsjahr, Mittejahr, wenn auch immer, haben sie mal gesagt, dass sie werden Intel ditchen und komplett auf ARM setzen. Und jetzt sind die ersten Geräte rausgekommen mit ARM, mit ihren eigenen ARM-Chips. Und zwar das MacBook Air, das MacBook Pro und der Mac Mini. Das sind, glaube ich, die drei. Und ja, genau, das Spezielle daran ist eben, dass die mit dem ARM-Prozessor ausgestattet sind, oder ARM, das heisst eben nicht mehr x86, also nicht mehr Intel-Chip. Eigentlich das Gleiche, wo Microsoft mit ihren Surface Pro X, heisst das, glaube ich, macht. Und weil es ja eine andere Architektur ist, eben, Apple kann jetzt da alles selber machen. Und man hat ja die Befürchtung dann einfach gehabt, weil bei Microsoft ist ja dann eben das Problem gewesen, es klingt auf dem Papier alles schön, sind ja auch erstaunlich schnell, sehr leistungseffizient, energieeffizient. Aber das Problem ist eben, es läuft natürlich die normalen Anwendungen, die für x86 programmiert worden sind, was einfach alles ist bei Windows, läuft dann nicht. Es muss zuerst kompatibel gemacht werden. Sie haben gesagt, bei ihnen wird irgendwie alles laufen. Es sind ja dort recht grosse Töne. Mit dem Rosette? Da, oder wie das heisst. Ja, genau, sie haben doch gesagt, sie sind irgendwie so ein Kompatibilitätsding, wo dann einfach alles wird irgendwie laufen. Das wird sich
Ja, das wird sich jetzt zeigen. Die das Sachen ist so als Übergangsding irgendwie, dass eben das nicht einfach von heute auf morgen ist, da läuft die Hälfte nicht auf dem Zeug, sondern eben, wir haben das, sie sagen, mit dem Rosetta-Software läuft alles. Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ohne zu schmunzeln irgendwo. und ja, für viele Apple, also für viele, die auf Apple setzen oder Apple-Gerät-Fan sind, ist das natürlich auch ein bisschen so, dass der grosse Vorteil, dank dem wird der Umsturz schon bald stattfinden und es führt nicht daran vorbei, weil das ist der grosse Vorteil, dass sie das jetzt haben und damit können wirklich in Ruhe ihre M1 da mal auf den Markt bringen und irgendwie langsam halt zur Nummer 1 machen. Ja. Eben, also weil genau, die Idee dahinter ist natürlich klar, ist nachvollziehbar, oder? Die machen dann alles selber, die ganze Palette. Den ganzen Weg vor allem können sie dann selber bestimmen und sind nicht mehr angewiesen auf andere. Aber, und sie haben da recht gross Dünn geschwungen, was die Leistung anbelangt. Wo sind die Zahlen? Also, eben, ich kann es jetzt gar nicht, aber alles ist irgendwie x-fach. Also weißt, irgendwie 10-mal schneller dort, 16-mal schneller dort und so. Man weiss aber allerdings nicht, wie sie das Zeug gemessen haben. Das ist also wirklich rein theoretisch, das Ganze. Das sind aber schnell so Balkengrafiken ohne jegliche Achsenbeschriftung. Einfach, weisst du nicht genau, ob sie einfach den obersten Teil genommen haben, der so 1% schneller ist und einfach aufgeblasen haben oder so. Ja, so wie die SVP-Ausländeranteil-Grafiken im Blick ins Rad unten links, so Zeug. Genau. aber das mit der Kompatibilität, ich meine, das ist ja schön und gut und die können da sagen, wir haben das Rosetta-Zeug und das weiß ich und das hat ja Microsoft eigentlich auch gehabt, die hätten ja auch alles sollen funktionieren, was so wie ein Emulator gemacht haben. Hat natürlich fuck all funktioniert, überhaupt. Na gut, aber die haben es nie gesagt. Die haben nie gesagt, das funktioniert. Nein, alles. Sie haben nie gesagt, das funktioniert alles, weil sie es gewusst haben. Sie haben aber gesagt, wir haben einen Emulator quasi, oder? Also sie haben eigentlich so, du hast können dort das Programm in einer Virtual Machine laufen lassen. Ich habe das getestet. Das hat, wie ist das dort gelaufen? Nein, der Witz ist dort dann einfach gewesen, du hast es gar nicht gewusst. Du hast einfach wirklich alles müssen ausprobieren. Das ist dort der Witz. Ah, das war der Witz. Einfach, ja, und du hast einfach programmieren, haben die Virtual Machine zuerst drüber gestülpt. So war es, stimmt. Ja, die haben ja wie so einen Emulator dann drüber gestülpt. Ich glaube, dort ist das Zeug nicht gegangen. Dort hast du einfach Programm runtergeladen und dann ist es wirklich so, gewisse hast du gar nicht installieren können, gewisse hast du installieren und sie laufen nicht, gewisse hast du installieren und sie laufen. So ist es gesehen, stimmt. Und alles, was aber gelaufen, wo sicher gelaufen ist, hast du, glaube ich, über den Windows Store bekommen. So ja, jetzt aber nicht. Es wäre ja dort, haben sie gesagt, Adobe-Produkte und so laufen, dann sind sie auch nicht wirklich gelaufen, oder? Ich glaube nicht alle, ja. Und jetzt hier bei ihnen ist es, glaube ich, ähnlich, oder? Also sie haben die Kunden vorinstalliert mit Final Cut und Zeugs und so. Ja, ja. Apple-Sachen gehen die, oder? Aber ja, genau. Und eben ihr Lightroom und so, das sollte auch gehen. Also, eben, sie behauptet eben, ich glaube, soll für dich wie ohne Einschränkungen laufen, oder? Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach alles nicht optimiert ist und dann eben das mit deinen 20-fach schneller dann einfach normal ist, weil die Apps noch nicht optimiert sind. Ich meine, das geht jetzt. Das ist ein klassisches Ding, das jetzt noch 3-4 Jahre geht, habe ich das Gefühl. Ich weiss nicht, wie jetzt die Surface sind mit dem Arm. Das ist genau das Gleiche, die sind jetzt auch besser geworden, aber es ist immer noch so, du bist extrem eingeschränkt. Und es kann schon sein, dass sie in ihrem geschlossenen System das ein bisschen eher die Leute dazu nötig können, wenn sie natürlich sagen, hey, ab jetzt ist das einfach so. Komplett, während bei Windows ist es halt so, du hast jetzt hier einen Arm mit Arm und der andere hast du mit wo einfach weiterhin auf der normalen x86 Schiene fährt, dann sind natürlich nicht viele Entwickler interessiert, das zu machen. Da ist es anders, oder? Da weisst du einfach, okay, in ein paar Jahren gibt es nur noch das. Ja, da musst du. Na gut, die alten gibt es ja immer noch, aber ja. Aber wenn du dich zurückerinnerst, zum Beispiel, weißt du, das Maps, was die gemacht haben, gibt es ja immer die Apple Maps und so. Das ist ja am Anfang. Das war ja so das erste, was Apple ungeschliffen rausgegeben hat. Das ist so ein Paradigmenwechsel gewesen, wenn du so willst, wo Apple, wo immer alles funktioniert hat und darum eigentlich, dass ihre Stärke war, haben sie gesagt, komm mit PC Google als bei, wo 10 Jahre Vorsprung hat und haben dann die Maps-App rausgebracht, die irgendwie Badenerstrasse, Zürcherstrasse geheissen hat und von vorne nach hinten falsch nummeriert war und so. Und
Mittlerweile kann man von Apple einfach nicht mehr erwarten, dass alles funktioniert. Zitiert übrigens. Ja. Nein, das ist ja auch gerade, ich habe gerade gelesen, der, wie heißt der, MagSafe, weißt du, die magnetische Wireless Charging Zubehör da für die iPhone und so. Der, ihre eigene, ich habe nicht gelesen, das ist einfach ein Scheissdreck. Sie sind teuer und irgendwie funktionieren nicht richtig. Weißt du, so, irgendwie, das ist wie so ein Platte, also das Blättchen, wo kannst du deine Uhr oder das Handy drauflegen und du kannst es gar nicht irgendwie wegnehmen mit einer Hand, weil das ganze Teil kommt mit. Hat wirklich so ein bisschen nicht durchdacht gewirkt. Und teuer. Aber ja, die Leute würden es trotzdem kaufen. Ja, wie gesagt, also viel mehr, glaube ich, würde ich dazu gar noch nicht sagen. Also was interessant ist noch, es ist auf 60 GB RAM beschränkt. Momentan. Sie können nicht mehr drin tun. Und das ist aber so ein bisschen... Ah gut, das ist sowieso nur auf dem Mobile-Chip, oder? Nein, das wird alle werden nachher... Jetzt ist es ja genau so ein SoC für ihre MacBooks und so, aber alles wird... für alle MacBooks mit 13 Zoll Bilddiagonal. Genau. Aber sie wollen schlussendlich alles mit dem ersetzen. Aber ein iMac, wo du nicht 32 GB RAM... Es wird dann einfach die nächste Generation kommen und dann muss dann wieder irgendwie kompatibel sein. Einfach, die werden wahrscheinlich aber einfach den iMac nicht updaten, weil das hat sich gekriegt, das jetzt, kauft doch niemand. Jetzt sicher nicht. Zeit. Aber interessant finde ich schon, wie gesagt, dass das MacBook Pro jetzt schon mit dem anbietet und das Pro ist ja doch schon bekannt für die Leistung. Oder? Darum, ich bin schon noch gespannt. Wir werden es sehen, sie kommen alle in einer Woche, mehr oder weniger. He? Ich glaube, das meiste kommt schon in einer Woche, zumindest in den USA. Ja, sind wir gespannt. Sind wir gespannt auf das Update. Ja. Alright. Dann, nächster Punkt. Das ist ja nur etwas Kurzes. Ich habe es einfach witzig gefunden. Gorillaz haben ja ein neues Album rausgebracht. Und ihr Musikvideo dazu, das eine zumindest, ist, spielt in GTA. So geil. Wann ist das rausgekommen? Vor ein paar Wochen. Der Back. Vor ein paar Wochen. Fuck, ich habe es voll vergessen. Ich habe es voll nicht mitbekommen. Es ist noch... gut, das Album ist experimental, wie immer. Und was? Das heißt experimental zu den Gorillaz? Hast du schon mal experimental gelost? Hey, hast du schon mal Gorillaz gelost? Hey, ich finde, das ist immer so... Da hat es gewisse Lieder, die sind... Ja, aber die ist immer so ausprobiert. Aber ich finde sie grundsätzlich gut. Wenn das schon zu viel ist, dann... Ja. Nein, aber weißt, ich höre mich so einfach so eineinhalb Stunden lang Dissonanz rauschen und sehe das dann als Experiment. Und Wahlgesang. Das ist mir ein bisschen zu viel. Nein, aber einfach die gerne ausprobieren. Und ich finde, und für mich ist das Album so ein Hit and Miss, wie die letzten paar auch schon. Aber insgesamt gut. Und ja, genau, jedenfalls das Video, sehe sie halt ihren. Die Comic-Avatar, die sie ja haben als Band, die ist einfach im GTA. Im verdammten Low-Res GTA. Es sieht aus wie irgendwie der erste Trailer von 10 Jahren, wo das rausgekommen ist. Ich weiß nicht genau, warum die Qualität so mies ist. Ja gut, aber, entweder haben sie es extra gemacht, weil sie später noch eine bessere Quali bringen, oder sie haben es als Stilmittel gebraucht. Kann man sich gut vorstellen, dass das weil so Machinima-mäßig ist und die Machinima-Videos einfach so aussehen müssen. Oder? Vielleicht haben sie einfach nicht gecheckt, wie man die Qualität umstellt beim Screen Capture, wie mehr. Jetzt ist einfach so. Haben Qualität im Game, haben nicht gewusst, wie umstellen. Ja, irgendwie. Hi, nein. Was ist das? Haben sie auf Konsolen einfach aufgenommen? Es ist so gut, es ist super. Es sieht aus wie die Videos, die ich früher gemacht habe in GTA. Es sind wirklich so wie eben Screen Captures. Also übrigens, das Album heisst übrigens Song Machine und das Lied ist The Valley of the Pagans. Pagans. Keine Ahnung. Pagans, gell? Okay, das ist das. Schön. Kann ich nur kurz erwähnen. Dann, spannend. Es ist ja schon längstens eigentlich geleakt, dass es Mass Effect Trilogie remastered kommt. Ja, die ganze Trilogie, das habe ich nicht gewusst. Ja, genau. Und es hat sich schon. Also eben. Man weiß es einfach. Es ist immer wieder solche Gerüchte dazu gegeben. Die Zeit lang ist nicht klar, ob es nur für die Switch kommt und so. Aber sie kommt überall, kommt nächstes Jahr, 2021. Ist wie gesagt, es ist nur ein Remaster, es ist nicht ein komplettes Remake. Es geht einfach auf UHD, die Texturen haben sich schöner gemacht. Ich glaube, sonst noch ein paar Effekte. Kommt mit allen Singleplayer-DLCs. Mass Effect Legendary Edition heisst sie. Also 1, 2, 3, Andromeda nicht, oder? Nein, genau. Und, nur einfach die Shepard-Trilogie. Mhm. Also ich glaube, ich würde definitiv mal wieder reinschauen. Klar, ich hätte mir natürlich auch eine erhofft, die es noch ein bisschen mehr machen, oder? Weil ich weiss jetzt nicht, wie viel du jetzt da noch rausholen kannst aus dem Eis zum Beispiel, oder? Haben die gespielt? Ja. Das Eis
das 2 habe ich, ich habe das 1 gespielt, noch das 2 bis in die Hälfte, und das, weil es war das 3 gewesen. Ich glaub, das wo ja angefangen. Das war dort, wo dann die Leute so, dort mega viel gemotzt haben wegen dem Ende, weil das ja blum war. Mit dem Kind, das immer auftaucht und so. Und, Ah, ja, das habe ich auch gespielt, aber auch nicht fertig. Ich habe nur das 1 fertig gespielt und das 2 habe ich etwa 3 Mal ist wie der Witcher, wenn ich etwa 3 Mal angefangen habe. Einfach ich ja, nicht reinkommen. Yeah. Ich habe das 1 habe ich gesuchtet. Habe ich auch nicht fertig gespielt. Das 2 habe ich gesuchtet und das 3 habe ich auch gesuchtet. Also hey, ich habe alle 3 gesucht. Hey, Luca, weißt du noch, das Erste, ich mag mich nicht wirklich erinnern an den Moment, wo du gegen Schluss, wo der, was findest du dort denn raus? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, aber die, das Raumschiff noch, selber, das so das, oder ist doch das Raumschiff selber ist irgendwie irgendetwas mit dem ist gewesen, weil, ja, also weißt du, die Hauptstadt-Raumschiff-Ding. Ja, das, genau. Das ich mag mich einfach so erinnern. Ich habe das irgendwie beim Zocken gesehen und wirklich gefunden, fuck, es ist so eine epische Sci-Fi-Epos-Saga da, wirklich, was da grad, was da auftischt. Ich habe es wirklich so, das ist geil, Mann, das ist einfach crazy, Mann. Wirklich, ja, wir reden da auch von 2007. Geflasht. Ich weiß nicht, 2007, wie viel so Sci-Fi-Epi du damals schon hast können gamen auf PC der Karte. Das ist einfach of the Old Republic, Mann. Ja, das ist natürlich krass. Aber weißt, ich finde Mass Effect Remaster super geil. Machen das neu. Richtig geil neu. Dann geht mir tschüss in die Lümpen, wenn's ja. Du meinst Knights of the Old Republic? Night of the Old Republic, Night of the Old Republic, also Star Wars Game von BioWare, wo eigentlich der Grundstein ist für Mass Effect, oder? Könnte es vor allem ein bisschen zugänglicher dann noch machen, weißt du, irgendwie so, eben das fände ich gerne, nicht einfach nur ein bisschen höhere Texturen, sondern eben, machen ein bisschen etwas dran, oder? Genau, das ist schon das. Also weißt du, du musst es nicht komplett umprogrammieren oder nicht irgendwie Final Fantasy 7 the shit out of it. Das musst du nicht unbedingt, aber du musst es einfach ein bisschen zugänglicher machen. Fände ich geil, ja. Ja, das wäre wirklich dann genial. Aber Knights of the Old Republic würde ich auch jederzeit nehmen. Wirklich auch als Remake. Sofort, das ist auch so ein Game gewesen. Ah, dürfen wir das spoilern? Das Ende vom ersten Knights of the Old Republic. Das weiß ich mittlerweile. Ja, mach es lieber nicht, aber ja, sie kann es nicht. Ich weiß nur noch. Nein, ich weiß nicht, wer games heute noch? Kann man es überhaupt noch gamen? Kannst du einfach sagen, es hat dich geflasht. Es hat mich einfach abartig geflasht. Ich habe noch nie so einen Plot-Twist in einem Game erlebt, der mich wirklich auch so kalt verwünscht hat. Vielleicht heute, irgendwie 15 Jahre später, würde ich so etwas eher noch voraussehen. Aber damals bin ich völlig naiv in die Sache reingegangen. Ich bin wirklich am Schluss. Ich bin einfach nur noch so, wirklich? Das ist halt wirklich einfach, das ist wirklich einfach eines der geilsten Games. Das gibt, ich müsste mir das schon wieder mal gehen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie so ein bisschen fan-made modden, dass es nicht gerade so aussieht, dass wir irgendwie. Das geht schon mit so Auflösung und so, das kannst du schon. Yeah. Hey, aber genau, das andere, was natürlich dort noch rausgekommen ist, an dem was ist, wie hat der Tag, ein 7-Day oder wie das heisst? Dass sie auch ein neues machen, das Mass Effect. Ja, ein neues Mass Effect. Machen's! Ja, sind noch einmal neu dran. Was spannend ist, weil ich finde das super, weil das Mass Effect Andromeda, ich muss sagen, ich habe es nie gespielt, lustigerweise, die ersten 3 Teile gesucht, jetzt Andromeda keine einzige Minute gespielt. Ja, aber das hat so derart viel negative Presse gehabt und Reviews. Ich habe das Gefühl, so eine grossartige Trilogie und dann ist Andromeda quasi die Liegeseite davon, das ist einfach schade. Also da finde ich schön, probiert es nochmal. Das ist der Untergang von BioWare, sie nachher ist Enten gekommen. Und dann haben sie müssen, genau, das hat man auch, das kannst du nachlesen. Also die haben das wirklich müssen irgendwie, glaub, mehr oder weniger in einem Jahr rausballern, weil einfach EA hätte da etwas wollen. Und das hast du mir hinter und vorne angemerkt, oder, das Game. Ja. Ein Buggy zuerst einmal, dann überhaupt nicht inspirierend, dann, ja. Ja, und irgendwie mit der Grafik, weiss ich noch, ist mega gewesen, so in der Trailer hat die Grafik massivst geil ausgesehen und wo es dann draussen war, ist die Grafikqualität hure abgeschraubt gewesen im Vergleich zu den Bildern. Also, genau. Hat schöne Orte gehabt, so, aber es hat auch schrecklich gehabt. Ja. Also komm, der nächste Punkt ist nochmal Gaming News, und zwar Take-Two, also die, wo denen, wo Rockstar gehört, also die, wo denen, wo GTA gehört, sozusagen, die haben sich Codemasters gezogen. Codemasters sind die Entwickler von Dirt 5 zum Beispiel jetzt gerade. Und great. Also Take-Two, denen gehört auch 2K Games und so, also die mittlerweile auch riesen hure Bude. Ja, und die haben sich jetzt ein Dirt-Entwickler geschnappt. Für eine Milliarde, Mann. Das finde ich auch noch, das hat mich auch noch überrascht, oder? Dass die so viel wert sind, aber ja, Formel 1, ich glaube, das ist die Formel 1, die vor allem das natürlich ausmacht. Und wahrscheinlich haben die dann die Lizenzen und mit dem kannst du natürlich dann schon etwas machen. Und
Ja, also Codemasters ist ein absoluter Klassiker. Ich will Race Games zelebrieren, habe ich geliebt, schon immer, oder? Und sie sind, also es ist aber auch ein bisschen Hit and Miss, was entwickelt, aber das ist, je nachdem, was du dann halt geil findest. Ja. Interessant ist auch, dass Codemasters selber hat ja auch noch ein paar Sachen sich gekauft. Die haben ja Evolution Studios gekauft, denen gehört, die haben Motorstorm und Drive Club gemacht und Slightly Mad Studios haben sie sich auch gekauft. Ja, das sind die von Project Cars, genau. Und ja, dann nachher heißt, haben sie, ja, also ist jetzt ein gutes Bundle nicht für Take-Two von dem, das stimmt schon. Jetzt haben sie einfach irgendwie... Jetzt haben sie einfach auf einmal alles, was irgendwie so im Semi-Arcade-Racing... Ding innen ist und nicht von Microsoft ist, oder ich glaube das WRC Rally, das ist auch noch, das gibt es auch noch, es wird immer besser. Von wem ist das? Ist das auch Codemasters? Nein, Codemasters hat ja Dirt, WRC ist von Kyloton, noch nie gehört. Boah, aber Big Ben Interactive. Und das, ist immer so ein, das ist immer so ein bisschen belächelt worden in der Community, weil es halt nie so, weder Fisch noch Vogel, weder Simulation noch irgendwie wirklich Arcade, sondern einfach nur shitty war. Und jetzt ist es die letzten zwei Ausgaben, vor allem jetzt, glaube ich, die letzte kann sie nicht geben, wird aber anders gehypt. Also, weißt du, Dirt ist die Referenz für. Also, nein, eigentlich ist Richard Burns Rally. Von 2005 oder so. Das ist immer noch die Rallye-Referenz. Und dann kommt Dirt und sie sind jetzt mega so auf dem Ding von... wo kommen wir da hin? Colin McRae war schon Dirt mal, oder? Das war Dirt, genau. Ja. Und dann haben sie das eingestampft und nachher haben sie so einen Early Access Community, ich weiß nicht, ob sie sogar noch so eine Crowdfunding-Geschichte gemacht haben. Dann haben sie den ersten Dirt Rally. Es gibt aber Dirt Rally und dann Dirt mit einfach Dirt. Und das ist Arcade und Dirt Rally ist die Rally-Version. Das ist so wie Dark Souls von den Racing Games. Und, ja. Alright. Aber ja, und das ist natürlich jetzt alles auch drin. Das ist einfach für mich, frage ich mich, gibt es. Ich finde Dirt Rally. Dirt interessiert mich nicht. Ich bin Dirt Rally-Dude, oder? Hardcore. Gnadenlos. Und mich nimmt es jetzt Wunder, ob. Oder, weil Take Two ist, hat so einen hat ein bisschen schlechter Ruf mit NBA 2K und so. Ob sie das Dirt Rally weiterverfolgen oder ob sich das für sie nicht lohnt und sie nachher die Franchise zutun und dann nachher einfach eine ganze Simulator-Community, die nicht so gross ist, aber recht verbissen, einfach im Regen stehen lässt. Das ist so ein bisschen meine Angst. Aber, ja, wird sich zeigen. Ja. Also gut, dann kommen wir doch in unser Big-Screen-Segment und dort gibt es auch spannende News, und zwar PlaySwiss, das ist vom SRF, ihre Streaming-App, ihre Streaming-Plattform. Mhm. Ich habe sie auch mal ein bisschen ausgecheckt, der Luca noch ein bisschen mehr. Ich habe auch vor allem Probleme gehabt, überhaupt benutzen, weil irgendwie, die haben ja am Anfang recht Probleme gehabt mit dem Anmelden, dann irgendwie ist nie ein Code gekommen und eben, bei Android hast du auch all die Kommentare gesehen bei der App, dass es nicht funktioniert. Ich habe mich einfach mit einem Google-Account schlussendlich anmelden. Und meine erste Enttäuschung war einfach, ich schaue nie SRF. Das Einzige, was mich jetzt interessiert hätte, wäre der Bestatter. Das ist so trashig, dass ich es wieder gut finde. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Gibt's nicht? Also steht nicht drin. Nein, er steht nicht drin. Was steht da? Doch, da. Der Bestatter. Ich sehe, ich bin auf PlaySwiss. Da hinten ist gut. Wo ich geschaut habe, ist es nicht drin gewesen. Und ich habe es noch gegoogelt und dann hat es auch geheißen, nein, das ist nicht drin. Ist es jetzt drin, oder? Nein, ich sehe es einfach im Hintergrund, in dem Giganto-Background. Da wäre ich noch mehr aufregen. Wenn man es irgendwo auf ein Bild tut, so, hey, look, das ist PlaySwiss, alles Angebot von der... Ich müsste mich schon wieder einloggen, regt mich wieder auf. Die App regt mich auf. Also die App, aber komm, Luca, du hast sie getestet. Ja, genau, also ich bin jetzt ein bisschen am Test, ich will dann noch etwas darüber schreiben. Grundsätzlich eigentlich eben, die Idee ist, es ist ja eigentlich auch nicht ein reines SRG-Projekt, muss man sagen, sondern... Sie haben das wirklich ein bisschen in Zusammenarbeit mit Filmschaffenden gemacht. Sie betreten dort auch ein bisschen Neuland, weil PlaySwiss dürfen wir auf keinen Fall als irgendwie Schweizer Version von Netflix missverstehen. Es gibt kein Abo-Modell, der Kunde zahlt nicht, das ist alles gratis. Und wie du schon schön gesagt hast, also rein in der Benutzung muss man seine Erwartungen mega abschrauben, weil die App selber ist
total beschissen im Moment programmiert und zum Benutzen. Gut, es ist erst seit ein paar Tagen rum. Ich glaube wirklich so am 4. oder 5. November, irgendwo dort durch ist, sie fängt mal gelauncht. Mir funktioniert sie wieder nicht, ich kann mich nicht einloggen. Es kommt dann einfach immer wieder irgendein E-Mail und ja, eben, wie gesagt, müssen sich patchen. Genau, es ist wirklich, also, hurenfummelig, langsam. Du kannst das bei den Menüs, wenn du hast irgendwie die 4 Hauptkacheln oder die 4 Hauptreiter, die du da kannst hin und her wechseln, so zu durchstöbern, liest und so. Und es dauert teils ewig, bis es geladen hat. Oder du willst Untertitel einstellen, stellst Untertitel Französisch ein und es kommt Untertitel auf Deutsch. Oder machst einen Sprachuntertitel rein und es kommt gar kein Untertitel. Das hat es auch. Und ich habe es auch probiert, auf dem Fernseher zu benutzen, weil die App, muss man auch sagen, ist im Moment noch überhaupt nicht gross kompatibel. Man kann sie auf dem Handy benutzen, also Smartphones und iOS-Handys. Auf der Apple-TV-Box gibt es eine App und in Android-TV gibt es eine App. Also wenn du einen Fernseher hast... Das überrascht mich ja schon sehr. Ja, also Sony, TCL, Philips, da kannst du in Android-TV kannst du die App abladen, aber sonst, mit Chromecast-kompatibel ist sie zum Beispiel nicht. Du kannst also nicht mit dem Chromecast das Zeug auf den Fernseher streamen. Es ist im Moment also alles noch extrem eingeschränkt. Okay. Ich habe irgendwie den Eindruck, es ist wie ein total unfertig programmierte App, die jetzt einfach raus müssen und man hat sie einfach rausgeschickt in dem Zustand, wo sie ist. Erklär mal kurz, was ist sie denn überhaupt? Was gibt es denn da drin? Du sagst, wenn es ist nicht Netflix, man zahlt nichts und es ist eine Zusammenarbeit mit Filmschaffenden. Was gibt es denn da? Stimmt, richtig, sorry. Also hauptsächlich Schweizer Produktionen, Schweizer Film, Dokus und Serien. Das ist eigentlich auch der grosse Alleinstellungsmerkmal, weil das sind alles Sachen, die du nicht auf Netflix und Co. hast. Also du hast keine süchtige Transformers, Hollywood oder was weiß ich, Filme auf dieser App. Es sind wirklich eigentlich nur Schweizer Film, Dokus und Serien. Was auch anders ist, ist, sie produzieren in dem Sinn keine PlaySwiss Originals. Also es gibt nicht, es gibt schon vom SRG Eigenproduktionen, wo sie jetzt ja auch immer mehr so Zeugs wie Der Bestatter zum Beispiel. Das ist eigentlich auch eine Eigenproduktion, ein SRF Original, wenn du so willst, oder? Aber sie nennen das nicht so. Tun das nicht immer konsequent, dann aber auf der App als erstes veröffentlichen. Also es gibt Eiserie, Frieden zum Beispiel, die haben gesagt, das ist jetzt auf dieser App, hat das Premiere gefeiert. Das ist jetzt zuerst auf der App gewesen, bevor es im Fernsehen ist. Aber das ist nicht die Regel und vor allem nicht die Regel bei Kinofilmen. Kinofilme werden nach wie vor zuerst im Kino sein, dann irgendwann einmal auf Blu-ray, dann im Fernsehen und erst am Schluss auf dieser App. Oder, also man muss nicht erwarten, ja, wenn jetzt da der Schweizer Film ins Kino kommt, dass ich ihn nachher gerade auf der App schauen kann. Weil eben, man schafft mit den Filmschaffenden zusammen. Man will nicht, dass eine Konkurrenz zum Kino schaffen, wie es jetzt Netflix im Moment ist. Und ich weiß auch nicht genau, ich komme noch nicht ganz daraus, wie sich das alles finanziert. Im Moment buttert der SRG halt einfach Geld rein. Einige Millionen lassen sich das etwas kosten. Das Geld, das sie da reinbuttern, die Lizenzvergabe und so Zeug, das geht dann natürlich auch wieder an die Filmschaffende weiter, also an die Schweizer Filmindustrie. Und das ist eigentlich alles super. Also von der Idee her finde ich das eigentlich noch spannend, was sie da machen. Ich finde das irgendwie auch noch cool, dass es eben nicht eine Konkurrenz soll sein zum Kino und zu den Medien, zu den Filmschaffenden, sondern dass sie das soll eigentlich unterstützen. Die App an sich, also jetzt sage ich, die Umsetzung ist im Moment noch katastrophal und ich habe ein bisschen Angst, dass das schon viel, viel Schaden wird machen, wo die Leute, weißt du, wenn sie jetzt die App ausprobieren und du kannst zwar theoretisch Filme, die du später schauen willst, auf deiner Liste tun, so wie man es von Netflix und so kennt, aber bei mir funktioniert es nicht. Ich kann nur so viel auf das Högli klicken, ja, auf meine Liste tun, es taucht nicht auf meiner Liste. Es bleibt einfach weg. Also es ist noch so derart verbuggt, dass man irgendwie jetzt schon keinen Bock mehr hat auf die App und ich sag mal, vielleicht in ein paar Monaten oder so, wenn die dann mal funktioniert und gut läuft, ja, dann ist schon wieder, interessiert es schon wieder niemand, weißt? Dann ist schon wieder so muss man, hast du es mal ausprobiert auf dem iPad oder so? Weil ich so wie es SRF kenne, das sind ja alles Apple-Fritzen, oder? Dann kann man vorstellen, dass es auch gut läuft, oder? Nein. Ja, aber das ist ja so. Das läuft ist natürlich nicht. Klar, so ein elitärer Apple-Scheiß-Haufen, der von Android nach wie vor die Nase rümpft, das ist ganz klar. Das stimmt, absolut. es ist leider so, also die App selber, sie läuft theoretisch schon, aber einfach, wie ist das denn? So wie so eine Smartphone-Version. Also du hast einfach auf dem Tablet, auf dem grossen Tablet, hast so einen kleinen Smartphone-Ausschnitt und rundum ist einfach schwarz. Und auf dem läuft die App. Du kannst zwar aber, wenn dann mal der Inhalt läuft, wenn du einen Film am Abspielen bist, auf
Grossbildschirm umstellen und dann kannst du es auch so schauen. Mm. Dann aber die App selber, also weißt du, das Interface, da, die Benutzeroberfläche, die ist einfach so auf Smartphone-Grösse. Also das ist nicht irgendwie, wie sagen wir, einfach halt eine Smartphone-App, wo irgendwie auf dem Tablet läuft. Das ist wirklich nicht fertig, das Zeug. Das ist einfach fertig. Das finde ich schon krass. Ich finde auch, also irgendwie, so buggy darfst du jetzt eine App nicht lancieren. Was ich mir noch gefragt habe, was ist denn der Unterschied zwischen ihrem anderen Angebot? Weißt du, du kannst ja auf der Webseite und so auch Sachen einfach schauen. SRF Play, meinst du? Also die SRF Play App gibt es ja, dort ist halt einfach das Fernsehzeug, sind die Fernsehsendungen, also die kannst du in der Tagesschau anschauen und irgendwie all das Zeug. Und die ist ja auch super. Aber Serien hat es auch dort? Hat es auch zum Teil, aber so all die Filme kannst du nur so, weißt du, im Replay-Ding. Das ist irgendwie, die SRF-Serien sind irgendwie ein Jahr lang drin und nachher nehmen sie sie wieder raus. Und so die Filme, muss ich sagen, sind vielleicht einen Monat lang drin und ich glaube, das ist der Unterschied. Aber die ist ja, die Play SRF App ist ja mega lang hure buggy gewesen. Geht jetzt endlich mal, aber das ist noch, was, vor 6-7 Jahren. Also, es ist noch ein langer, beschwerlicher Weg für das Play Swiss, habe ich das Gefühl. Und es gibt ja, was ich eben ein bisschen schade finde, es gibt so Filme, das müssen wir euch mal ziehen, die machen das recht geil, sind so, die machen so Staffeln an Filmen, Schweizer Filme, die du kannst kaufen. Das ist mehr halt Video on Demand und nicht, also weißt du, musst kaufen und nicht, wie sagst du, nicht Streaming. Also ja, was ist der Unterschied? Video on Demand. Also, ja, Video on Demand, ja. Musst du mieten. Das ist das, du kaufst, oder? Ja. Du kaufst nicht eine Staffel für, ich weiss nicht wie viel, und kannst nachher das schauen, kuratiert von Schweizer Filmschaffenden mit einer Hintergrunderklärung und so, wirklich mega schön gemacht. Also ich würde zuerst mal dort mal reinschauen und mir dort mal noch eine Staffel ziehen, bis dann nachher die PlaySwiss-App wirklich geht. Ja, Filmo.ch. Tipp von mir. Ja, gut, dann lassen wir die noch ein bisschen reifen und bin ich gespannt auf dein Review. Ja. Ich muss sicher auch, aber wie gesagt, ich würde es einmal wieder. Genau, also ich habe zwei Bedingungen. Es muss laufen und dann muss es mal den Bestatter haben. Ich finde, der Bestatter ist eigentlich mega schlecht, aber es ist wirklich so, eben, zwischendurch ist etwas von Schweizerdeutsch tatsächlich lustig und es ist so beknackt. Ich bin totaler Fan geworden seit der Folge, wo sie in unserer Wohnung gedreht haben. Also nicht jetzt in meiner Wohnung selber, aber in dem aber Gebäude, in einer von den Wohnungen, die damals noch leer gestanden ist, ist das am Bestatter seine Wohnung. Und sie haben, welche Staffel ist das gewesen? Ich weiß nicht mehr genau, weil ich weiß nur, er hat sich, glaube ich, irgendwie aus Versehen ausgesperrt und hat müssen durch den Balkon, oder seine Freundin hat dann durch den Balkon müssen reinklettern. Und ich habe gesehen eines Tages, wie die da am Filmen sind und mit dem Mike Müller und alle da voraus und hat gedacht, so geil, wie sie jetzt Spreifenbach ist Fame. Ich finde, das ist so gut. Ich will nicht zu lange verweilen, aber wirklich, ich finde einfach der lustig. Sie spielt ja im Aargau, es hat keine Aargauer. Ich glaube, in der Schweiz gibt es keine Schweizer Schauspieler aus dem Aargau. Es hat so einen Aargauer Autogang irgendwann, sind alles Basler oder so. Stell dir das mal vor! Du kannst dort alles schiessen. Oder du kannst irgendwie so einen Solothurner, tünnst du leicht Berner gegen ein Fricktal, willst dann so ein bisschen Basler. Geht dort Baden, wo ich herkomme, ist schon mehr Zürichdeutsch und dann nachher im Freiamt ist es Solothurner. Du kannst alles dort rein, das ist ja schon der Witz, warum das dort dreht. Weil dann können sie jeden Dialekt irgendwie legitimieren aus der Ostschweiz. Aber es passt überhaupt nicht. Ich bin ja also 20 Jahre im Aargau aufgewachsen. Ja, aber weißt du, im Fricktal, da redet es dann also wirklich, musst du mal den Baschi, der redet ja auch genau so. Der ist ja aus dem Fricktal. Das ist überhaupt nicht irgendwie... Ja, Entschuldigung. Nein, kein einziger redet einfach Aargau-Deutsch. Und sie sind ja in Aarau. Also komm, ist ja, eben, dann gesagt, müsste eben, dann müsste eben mehr so fast ein bisschen Solo tun. Der Frieden Borat. Übrigens, der würde mich noch interessieren. Habe ich nur gut gehört von einem Kollegen, der beim SRF klar schafft dort, aber ist der grösste Kritiker von den SRF-Geschichten. Und hat aber gesagt, Frieden sei mega geil. Der hat schon vorab geschaut. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, aber es sei wirklich eine eindrückliche Serie. Aber müssen wir jetzt nicht. Vielleicht fürs nächste Mal etwas. Vielleicht fürs nächste Mal etwas. Ich lasse mal stehen. Wenn es mich packt die Woche, dann. Oder ja, wenn ihr es vielleicht dann. Gut. Das ist gut. Cool. Borat. Also, dann Borat 2, genau, wer hat den gesehen? Den habe ich gesehen. Ich. Wer hat ihn auch gesagt? Ich habe ihn auch geschaut. Ah, du hast ihn auch geschaut? Ah, okay, okay. Ja, Willst du erzählen oder soll ich erzählen? Nein, erzähl du.
Okay, also Borat 2, Subsequent Movie Film, also irgendwie auf Deutsch Anschluss Film. Super geil. Kommt irgendwie 14 Jahre nach dem ersten Teil. Und ich habe mal geschaut, so, wie so die Reaktion auf den Film war. Ich persönlich habe ihn, ich sage es mal so voraus, ich habe ihn geil gefunden. Kritiker scheinen ihn auch grösstenteils geil gefunden haben. Im Publikum ist sehr eine gemischte Meinung. Mhm. Um was geht es? Also, Borat spielt eben 14 Jahre nach dem ersten Teil. Nachdem er seinen ersten Film gemacht hat, hat er ja da irgendwie Schande über das glorreiche Land Kasachstan gebracht und hat darum müssen in einem Gulag arbeiten, also in einem Straf- und Arbeitslager. Arbeiten gehen und ist nach 14 Jahren dann aber doch überraschend begnadigt worden mit der Bedingung, dass er politische Beziehungen zwischen Kasachstan und Amerika wieder reparieren muss. Und für das soll er auf Amerika gehen, mit dem Kulturminister von Kasachstan, also Johnny the Monkey, ein Schimpanse. Und das soll er als Geschenk mitnehmen. Aber weil er am Trump, also für den Trump eigentlich, am Trump hat er aber mal im ersten Teil vor das Haus geschissen. Darum soll er das für den Mike Pence mitnehmen. Und kurz vor seinem Abflug besucht der Borat noch sein altes Dorf, wo noch seine 15-jährige Tochter ist, die älteste unverheiratete Frau vom Dorf. Und sie bittet ihn, dass sie mitkommen darf, weil sie möchte gerne zwangsverheiratet werden, damit sie in einem goldenen Käfig wie die Melania Trump leben darf. So, und das ist, wie man schon so von der Zusammenfassung gehört, also unglaublich geschmackslos, vulgär und provokant wie eh und je. Und es ist, an dem hat sich seit dem ersten, das ist der erste Teil auch schon gewesen, und an dem hat sich absolut nichts geändert. Das ist halt auch ein bisschen so Borat seine Masche, oder? So, dass er in diesen Fake, also ich weiß nie, sind das Fake-Interviews, sind die gestellt, wissen die, wer da ihnen gegenüber steht. Er tut die Menschen, die er einmal die Interviews hat, so derart aus dem Konzept bringen, dass sie dann wirklich ihre wahre Gesicht zeigen und das sagen, was sie wirklich denken und man dann quasi neue Seiten kennenlernt von Amerika, die man sonst niemals würde sehen im Fernsehen. Das ist schon beim ersten Teil die Masche gewesen, ist auch beim zweiten Teil die Masche. Und das Problem ist quasi, weil ihn aber mittlerweile ja jeder kennt, den Borat, ist er meistens bekleidet in diesen Szenen. Also er ist sehr, sehr selten eigentlich in seinem traditionellen Outfit gesehen und darum hat man wahrscheinlich auch die Figur von seiner Tochter eingeführt, weil die kennt ja noch niemand. Und apropos, sie ist nicht 15, sie ist, also die Schauspielerin, die Tochter spielt, ist glaube ich 25 oder so. Aber im Film... ist die jetzt 15 und die übernimmt auch ein bisschen die Rolle, halt, wo die Leute wirklich ein bisschen so aus dem Konzept sollen bringen mit ihrer, ja, mit ihrer unfassbaren Naivität, wo aber irgendwie so einem gleich ans Herz geht. Also für die, wo wie heisst der andere da, der Zombie-Film, jetzt fällt er mir gerade nicht ein, Zombieland 2 gesehen haben. Aha. Dort hat sie auch so ein dummes Blondchen, wo im Trailer aussieht, wie so das nervigste vom ganzen Film. Und nachher schaust du den Film und siehst die, am Schluss die, wo du am liebsten hast, wie sie auch wieder so ähnlich dümmlich und zurückgeblieben ist, aber irgendwie gleich herzig ist. Und ja, ich finde, das funktioniert unheimlich gut. Also die ganze, überhaupt, der Film in Borat 2 hat eine mega schöne Vater-Tochter-Dynamik innerhalb von all dem ganzen Shit. Und irgendwie, es funktioniert. Und ich finde, es hat einen schönen roten Faden, der sich da durchzieht. Was aber negativ, also was ich sage jetzt mal, was halt der grosse Kritikpunkt ist, wo die meisten haben, wo ich auch gesehen habe, wo ich muss sagen, es ist absolut korrekt. Wir erfahren in Borat 2 absolut nichts Neues, was wir nicht schon vorher gewusst hätten. Also es ist nicht wie beim Teil 1, wo du gedacht hast, so, oh, krass, hey, die Amis, die spinnen doch und so, sondern es ist irgendwie alles schon bekannt und alles kennt man schon. Man kennt die MeToo-Bewegungen-Skandal. Frauen, die sich, oder die andere Seite von der MeToo-Bewegung, Frauen, die sich extra gefügig machen bei alten Sugar Daddies, um sie heiraten, damit sie abkratzen. Facebook-Verschwörungstheorien, Coronavirus, White Supremacy, Trump-Skandal und so weiter. Also es ist wie alles nichts Neues. Und wir sind es uns auch dank dem Trump selber eigentlich mega gewohnt, das Zeug überhaupt so im Fernsehen zu sehen, ohne dass jetzt einer sich als Borat verkleiden muss. Also es ist wie so, der Film bringt einem nichts Neues, kein neues Wissen. Es ist einfach lustig zum Anschauen, aber es ist nicht mega, es hat nicht den gleichen Biss wie Teil 1. Und es wird darum auch, glaube ich, ziemlich schnell in Vergessenheit geraten. Es ist für mich persönlich eigentlich so als Komödie der bessere Film als Teil 1, hat mir besser gefallen. Aber ich sage mal, von der Bissigkeit oder von der Turbulenz irgendwie, also es ist überhaupt nichts Neues und in dem sind dann auch relativ vergesslich wieder.
Ja, das ist, aber das ist immer das Problem gewesen bei denen. Der Sacha Baron Cohen hat ja am Anfang die Ali G Show gemacht, wo alles so ein kleines Sketch-Häppchen verpackt war. Und die Charakter kommen alle von dort. Ali G, Borat, Bruno und so. Das sind immer dann so kleine Sketch-Sequenzen gewesen, die nur aus diesen Interviews und so bestanden haben. Und dort funktioniert das natürlich gewaltig, oder? Dort funktioniert es sensationell. Aber das auf eine Filmlänge aufzublasen, ist noch immer schwierig gewesen. Ich finde jetzt auch Bruno, du wartest dann immer nur auf das grosse Finale, wo zugegebenermassen sowohl in dem Film als auch also in allen ist das immer so recht wow, wow, wow. Und es wird immer derber und derber und derber. Aber es funktioniert dann noch irgendeine Geschichte zwischenbauen und so. Ist immer so ein Problem von seinen Sachen. Aber schlussendlich, ich habe vor allem sie überraschend gut gefunden, die Schauspielerin. Ja. Also schon eine Derb, das ist eine Bulgarin, wo das, weißt du, genau so, du musst ja wirklich wiff sein, um so etwas zu spielen und die richtigen Fragen stellen diesen Interviewer und den richtigen Humor haben. Und, so. Und das habe ich. Die hat mich mega überzogen. Sonst wäre der Film ein Scheissdreck gewesen. Also nur der Sacha Baron Cohen zum x-ten Mal da gesehen, irgendwie Foodie Busy Gaggi. Aber voll. Sie also ist sie mega... Macht, stimmt, ja. Ich gebe dir recht. Sie reißt unhuere viel raus. Eben, das Problem ist, man kennt ihn halt einfach auch. Also, genau. Es ist erstens nichts Neues und zweitens, die Leute kennen ihn schon. Also, er kann sich nicht mehr... Für das hat es die Tochter gebraucht und die Figur ist tatsächlich ein hoher Gewinn für den Film. Absoluter Gewinn für den Film. Und darum... Ja, und dann noch ein schönes. Ja, nein, ich habe gerne geschaut. Das ist ein schöner Samstagabend, wenn du jetzt irgendwie Bock hast, so ein bisschen Fremdjammen und so ein bisschen. Ja. Unterhaltend, aber nichts Neues. Genau. Aber wirklich im Fall. Also, er läuft auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, wo der Simon gesehen hat. Mal auf Amazon Prime. Nein, Amazon ja, Prime. Amazon, das ist blöd. Denen ist Hobby, ich habe noch Geld in Arsch. Das sollte eigentlich auch aufhören. Das sollte eigentlich weder Apple noch. Ja, Netflix eigentlich auch, sollte mir alles abladen, aber dann bin ich schon wieder zu faul. Ja. Also komm, machen wir weiter. Hast du noch etwas Monat wollen sagen, wenn wir jetzt gerade zur Games weiterspringen? Wo stehen wir zeitmäßig? 42 Minuten? Ja, wir könnten schon gerade einfach auch weitermachen, dort haben wir nochmal vier Sachen. Ja, komm, machen wir. Ich habe das Gefühl, das könnte... Vielleicht, sonst tue ich das nächste Woche noch über den OLED. Also ist gut. Der läuft uns nicht mehr. Wir haben ja heute auch noch einen busy Tag. Also kommt dann, genau. Ich mache hier noch ein kurzes Update, einfach das Mario Kart Home Life Circuit oder wie das immer geheißen hat. Ich habe es noch ein bisschen weiter gezockt und ich finde immer noch, es ist ein bisschen ein Gimmick, aber ich finde es jetzt doch auch ein bisschen lustiger. Ich habe jetzt noch die zusätzlichen Geschwindigkeiten freigeschaltet. Jetzt habe ich 150cc, 200cc habe ich noch nicht. 150, also da fährt es schon recht, da spickt es wirklich über den Teppich drüber und so. Ah, jetzt schafft er den Teppichfang. Ja, genau, mit dem Schnelleren geht es schon, außer du fährst ihn schräg an. Und ja, das ist einfach noch witzig, oder? Und dann bist du wirklich recht am Umdriften und dann hast du irgendwie eben die natürlichen Hindernisse von deiner Wohnung und dann hast du irgendwie eben die Tochter, die noch im Weg in der Stadt und dann hast du noch die anderen Gegner, die abschiessen. Ist dann irgendwie schon noch rückgekommen, eine rechte Challenge, um dort umzudüsen. Und dann hat es eine Mission gehabt, die es noch spiegelt. Plötzlich. Also, hast du mit drin gehört? Hey, da bist du komplett verwirrt. Oh, weil du kennst schon deine Hütte. Ja, und das verwirrt geil. Komplett, weil du findest, fuck, Koch ist doch jetzt links und rechts. Hey, das ist wirklich nachher noch eine Runde dreht, wieder. Das ist wirklich eine geile Idee. Das ist der Horror. Der absolute Horror. Und, ja, aber nein, ich finde jetzt, es ist schon noch witzig. Aber eben, wenn wir das Zeug zuerst aufstellen und so, und so stehen halt die Tore immer in deiner Wohnung rum, das ist immer so ein bisschen suboptimal. Aber es ist schon unterhaltsam. Aber komm zum Hauptgang von mir. Eben, ich habe Assassin's Creed Valhalla und ich etwa 30 Stunden gespielt. Echt? Das ist nichts. Eben. Das Game ist unendlich lang. Bist du noch nicht mal in England, oder? Es ist unendlich lang. Ich versuche jetzt einfach mal, ich mache jetzt da mal zuerst negativ und dann das positiv, weil ich bin insgesamt positiv gestimmt, aber es hat vieles, wo mich nervt an dem Game. Also wirklich, es ist grundsätzlich, es ist genau die gleiche wie die letzten zwei Assassin's Creed. Fokus Rollenspiel, weniger auf Assassin. Du bist Eivor, ein Dude oder eine oder beides. Du kannst da dem Computerprogramm, wo ja da immer noch im Hintergrund läuft, damit du genau, der Anus. Und wenn du automatisch lässt, dann wechselt es einfach irgendwann. Und ich habe mit dem angefangen, ich habe dann mit ihr gespielt. Irgendwann hat sie gewechselt auf den Dude und ich habe den gerade ein bisschen langweilig gefunden, Voice Actor und so. Habe ich dann wirklich fix auf sie gewechselt. Jedenfalls bist du Norwegen und suchst dir halt ein neues Land zum Besiedeln und gehst für das auf England. Und
Die Story ist wirklich eigentlich sogar noch interessant. Also weißt, auf eine Art ist es wie immer, oder? Ist ein bisschen Beigemüse, dass du einfach deine Spielwesen hast. Also, aber ich finde, sie ist doch eigentlich noch interessant genug erzählt. Ich finde halt auch das Setting sehr spannend. Ich bin da den Burgen und Mittelalter und so, finde ich natürlich ganz geil, oder? Und Wikinger. Und Wipkinger? Du, genau, Wipkinger. Und das Ziel von ihnen ist eben, dass sie sich mit verschiedenen lokalen, nicht Königreich, sondern so, ich weiß nicht, der eins drunter halt, verbünden. Damit du noch zusammen kannst. Ja, irgendwie so. Man müsste ein bisschen mehr Crusader Kings 3 spielen, dann wissen wir das. Aber du bist so der untere rechte Ecke von England, also von Großbritannien spielt es eigentlich. Also Schottland nicht und irgendwie auch Irland nicht. Es ist wirklich so ein bisschen, weiss ich, ein Viertel von Großbritannien nimmt es etwa ein. Und weißt du, so Wessex und so Zeugs. Und ja, du versuchst halt einfach kannst du sagen, okay, ich claim jetzt das Gebiet und dann gehst du hin und versuchst dort mit den Leuten dort irgendwie ein Geschäft zu machen, damit sie dich unterstützen. Und dann geht dort wie die Hauptquest ist einfach der Teil, oder? Und die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Beim einen ist irgendwie sie sagen dann immer Dänen, sie sind immer bei anderen Gefühl, sagen Dänen. Er ist ein Engländer, will aber eine heiraten von, also natürlich so eine arrangierte Hochzeit mit einer Norwegerin, oder wie gesagt, Dänen, weiss halt auch nicht, aber damit sie die beiden Kulturen zusammen haben und dann aber irgendwie, er ist halt so ein Weichei. Und es ist aber wirklich noch, die Personen sind relativ glaubhaft gemacht und auch irgendwie die ganze, der Storyverlauf ist, ja, ist einfach die Politik und die Kultur von denen ist interessant, wie sich denn das entwickelt, wie du dem musst irgendwie helfen, Zeugs erobern und auch irgendwie seinen Charakter aufbauen. All das finde ich tiptop. Gutes Set-Dressing. Schau, jetzt habe ich doch mit einem zu positiven angefangen. aber genau, grundsätzlich, du läufst dort rum, hast eine gigantisch grosse Karte, wirklich zugepflastert mit Icons, oder? Und deine Hauptaufgabe, eben, abgesehen von deinen Hauptquests, hat immer so farbige Punkte auf der Karte. Es gibt die goldigen, dort hat es irgendeinen Schatz. Dann hat es Violett, ich weiß nicht, was die Farbe ist. Für Mysteries, das sind dann meistens Quests, einfach so Nebenquests. Und dann hat es, was ist denn das andere noch? Oder einfach sonst so Mysteries. Aber du hast wirklich Karten mit so unterschiedlich hell leuchtenden Punkt versetzt. Ah, das habe ich gesehen, damit nicht das Zeug hast, wo einfach alles irgendwie gleich aussieht und so. Genau, aber das Ding ist wirklich so, erstens, die Karte ist so zugemüllt mit Icons, du musst die ganze Zeit Legenden aufmachen und nachlesen, was jetzt etwas ist. Du kannst nämlich nicht drüber hovern, damit es dir irgendwie erklärt, was ist das genau. Und das ist eigentlich, Ich erkläre kurz, was es sonst so gibt. Eben, du kannst dann die Schätze suchen, das ist dann mal eine Kiste, mal gehst du in den Brunnen runter, es ist dort. Meistens besteht es wirklich darum, nonstop den Scan-Button spammen, den irgendeiner mal vor 10 Jahren erfunden hat, wo du nonstop drückst. Und dann gibt es eben gewisse Sachen, leuchtet auf der Übersichtskarte. Die kleineren Schätze, die siehst du erst, wenn du es gescannt hast und die leuchten dann weniger hell. Du musst ganz nahe hineinzoomen und meistens besteht es halt drin, dass du die musst suchen, weißt, und dann sind sie meistens unterirdisch, suchst ewig lang den Eingang. Auf eine Art ist es ja witzig, oder? Sie wollen ja, dass du das, es ist ja wie ein Mini-Rätsel, damit du die Sachen findest. Aber oft ist es einfach wirklich so ein Pain, bis du es findest und so. Und du musst halt finden, du brauchst die Ressourcen, um deine Siedlung aufzubauen, das ist ja jetzt ein neues Teil. Du hast eine Siedlung, die hat fixe Standpunkte für irgendeine Bäckerei, für die Schmiede und so. Und du musst einfach die Ressourcen haben, um das aufzubauen, damit dort kannst du deine Upgrades kaufen und so. Die Ressourcen, auch für das, kommst du primär durch Raids über. Und Raids, da hat es auch gewisse Orte, wo du kannst raiden, fährst mit deinem Schiff vorbei und dann kommst du wirklich plündern, oder? Und schreien mit dem Horn und dann gehst du rein, zündest die Hütten an, die Leute rennen davon, die anderen hackst alle ab und dann plünderst du die halt. Das ist noch cool gemacht, okay. Wirklich, finde ich. Da kommt sich in der Wikinger-Vibe wirklich über. Und dann gibt es noch so die anderen Nebenquests. Und dort, das ist ja wirklich auch so ein bisschen, wo dann in meine Gesamtkritik hineinfließt. Das ist alles so Hit and Miss. Es hat so viele Sachen, oder? Und die Nebenquests ist wirklich so, eben darum habe ich da geschrieben, es ist wirklich so ein bisschen die Pauschal-Mittelmeerreise irgendwie. Weil es muss einfach jedem gefallen, weißt du, so ein bisschen möglichst eine tiefe Bar. Und sie sind. Zum Teil ist die Sache in einer Minute gelöst. Also weißt du, oder in zwei. Du kommst irgendwo hin und der andere sagt irgendwie, ja, bring mir irgendwie kurz die drei Steine da, dann hilfst du ihm die überschleppen und dann ist er irgendwie schon glücklich und dann ist die Quest erledigt. Oder es ist wirklich so zwei, drei Wortwechsel und
die einen sind witzig, auch obwohl sie kurz sind, oder? Weißt du, irgendwie hast du irgendwie jemanden kennengelernt. Am einen nur zum Beispiel sagt irgendwie das Mädchen, hey, da mein Bruder ist ins Wasser gefallen, ein Goblin hat ihn reingeschmissen und hat ihn in einen Fisch verwandelt. Du musst den Fisch fangen, damit du ihn wieder rausbringst. Und dann fangst du und dann sagt sie, nein, der stinkt zwar, aber das ist nicht mein Bruder. Und dann am Schluss ist etwa 5 gefangen, dann kommt der Bruder raus und sagt, ah, geil, er hat für uns Fisch gefangen, oder? Und das ist dann irgendwie noch lustig, kurzweilig. Aber dann hat es irgendwie, dann hat es zum Teil wieder so kurze, beknackte, am einen Ort. Zwei Brüder streiten sich um ein Silo, der eine hat es gebaut, der andere hat es verkauft und dann wer bekommt jetzt Geld und so. Und die sind dann mega verstritten und die Mutter und die Kinder sagen halt, ja, früher haben sie sich so gern gehabt und jetzt streiten sie nur noch. Weißt du, was ist die Lösung? Zündest du einfach das Silo an, beide Bauernhöfe brennen auch ab und nachher sind alle glücklich. Ah, ist schon blöd, jetzt haben wir den Bauernhof verloren, aber dafür sind jetzt alle wieder glücklich. Okay. Können wir wieder aufbauen. Und du findest so, was ist das Scheissdreck? Was ist denn da die Pointe? Also weißt du, es ist wirklich einfach so Hit and Miss, oder? Und das ist wirklich meine Hauptkritik. Irgendwie motiviert es mich ja recht, ich habe ja schon fast 30 Stunden drin. Ich finde, die Welt ist wirklich faszinierend, oder? Es ist huere schön, weißt, mit diesen Burgen und ständig Sachen, die du entdecken kannst. Und es hat auch geile Sachen zu entdecken, oder? Und es hat auch spannende Nebenquests, auch wenn sie kurz sind, aber wo du irgendwie noch interessante Leute triffst. Ich finde Eivor spannend. Aber dass sie einfach keinen Qualitätsfilter haben. Es wäre wie wenn Pulp Fiction 6 Stunden gehen würde, weil er einfach alles drin hat und nichts rausgeschnitten. Ja, das, ja, ist, der klar, typisch, das ist der Klassiker bei den Ubisoft Games. Das ist eben der Klassiker bei Assassin's Creed. Und einfach Quantität statt Qualität. Mhm. Oder? Und weißt du, logisch, dann kannst du dann sagen, ja, kannst du bei Pulp Fiction einfach die guten Stellen hinspulen. Ja, aber weißt, das ist doch nicht das Gleiche. Wenn ich einfach irgendwo hingehe und dann hat es in dieser Stadt nicht eine, sondern es hat halt 10 Sachen, die ich looten muss. Yeah. Und dann eben irgendwie, dann fängt es an beim Raiden, dann irgendwie gewisse Sachen, kannst du Türen aufbrechen und so, gewisse Türen gehen nicht auf. Dann suchst du 5 Minuten den Eingang, bis du merkst, du musst jetzt fertig raiden, dann geht die Tür auf. Mm. Und weißt, einfach so unlogische Sachen. Mm. Oder eben halt einfach so viel Nebengeschmäus, was nicht spannend ist. Zum x-ten Mal etwas looten und ich verstehe es einfach nicht. Weißt, sie ist so gross. Ich habe, 30 Stunden. Ich bin Power Level 120 oder so. Es gibt Gebiete, die sind 360. Fuck me. Also, weißt, es ist so gross. Weißt du, der Skill Tree ist wie so ein Sternzeichen. Weißt du, so, wo du einfach den Punkt reinbutterst, oder? Und immer in der Mitte von so einem Sternzeichen hat es sozusagen eine Fähigkeit. Und du weißt aber eigentlich gar nicht, welche wo sind. Yeah. Oder? Weil es hat einfach, wie gesagt, 1000 und die schalten sich meistens erst frei mit der Zeit. Sie sind eigentlich geordnet, so ein bisschen nach Stealth, Brügeln und Fähigkeiten, glaube ich. Mm. Aber trotzdem hat es eigentlich alles überall. Mm. Also weißt du, mal findest du irgendwie eine Stealth-Fähigkeit beim Brügeln, mal findest du einen Zweihänder irgendwie beim Stealth. Wirklich eine Logik sehe ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ich finde es trotzdem das beste Assassin's Creed. Einfach weil, es hat sich halt nonstop wirklich weiterentwickelt. Und es hat mega viel gute. Ja, eben, also das. Ich habe alle gespielt und ich habe immer Black Flag recht hoch gehalten, aber es hat. Black Flag zum Beispiel habe ich. Black Flag ist einfach ein Assassin's Creed. Ist einfach ein Piraten-Game. Ich meine, das Umlaufen auf der Insel ist Bullshit. Das Geile ist, oder? Voilà, aber ich wollte sagen, das war ein riesiger Teil, das Umlaufen gewesen, das hat mich immer angeschissen. Das hat mich immer angeschissen, grauenhaft. Genau. Das meiste, was mich dort aufgeregt hat, sind die scheiß Notensuchen. Ja. Für die Lieder auf dem Schiff. Für die Matrosen. Lieder sind aber die Lieder sind super gewesen. Ja. Das heisst, du musst die scheiß Lieder haben. Ja. Und was machen sie im Assassin's Creed Valhalla? Sie machen den Scheiß wieder rein. Ja. Der regt mich so auf. Und dann rennst du die blöden Papiere, die dir vorne wegschwirren. Ja. Und du rennst ihn hinten an und am Schluss verpasst es wieder. Und dann scheißt es mega da. Ja, nein, aber es ist wirklich, ich finde es ein geiles Game, aber es ist wirklich, ich finde, das zieht die Qualität ab, wenn du einfach wieder, dann hat es dort wieder eine mittelmäßige Nebenquest, dann hat es dort wieder eine coole, dann hat es einfach wieder so viele Sachen. Also weißt du, und das. Ich weiß nicht, das Ding habe ich nicht gespielt, das letzte, aber Origins, das ist das, was ich gegamed habe, das finde ich mega geil. Es ist Assassin's Creed. Ja. Aber ich finde rein, also das ist halt einfach, weil das Setting mich triggert und ich so ägyptische Shit mega geil finde und so. Darum bin ich jetzt nicht so in der Market für Valhalla. Habe aber
weil ich das nie fertig gegamt habe, God of War wieder rein, da bei mir, schöne PS rein, weil ich Bock hatte, nicht auf Wikinger-Setting, aber es Valhalla noch nicht rausgekommen. Und ich habe immer gesagt, dass ich weiss nicht, ob sie etwas geändert haben, ganz ehrlich, seit dem ersten Launch. Ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem Kampfsystem. Ich habe das Pre-Launch sogar können gamen für ein Review. Und jetzt, aber, oder vielleicht bin ich zu dieser Zeit gerade einfach zu frisch aus irgendwie Soulsborns rausgekommen und habe es durch irgendwie nicht gefühlt. Aber ich finde es jetzt, habe ich absolut keine Mühe, finde es mega geil. Also ich weiß auch nicht, aber absolut das ist ganz etwas anderes, gerade um Valhalla. Genau. Und noch zu dem schnell, dort habe ich eben die Grösse und was man alles kann machen kann. Und darum habe ich Ghost of Tsushima, auch wenn dort die Quests sehr repetitiv gewesen sind, habe ich gefunden, die haben das sehr gut gelöst, weil alles zielführend ist zu der ganzen Geschichte von der Belagerung der Mongolen. Und jede Sidequest, die du machst, hat etwas mit dieser Belagerung zu tun und nicht einfach, hey, mir ist mein Bruder ins Wasser gefallen, das ist ein Fisch, holen raus. Und das hat für mich das eigentlich legitimiert, dass es dort jetzt halt einfach nur etwa vier verschiedene Arten von Quests gegeben hat und es immer das Gleiche war. Natürlich, dort ist die Welt kleiner, das heisst dann auch, dass natürlich, wenn es heisst, reit dort an ins andere Dorf, das Dorf einfach 400 Meter weiter ist. Ist narrativ halt irgendwie einfach so ein Stilmittel, damit nicht 100'000 Jahre auf der Karte rumrennen und man kann sich ja dann, weil es ja sowieso so cineastisch gemacht ist, kann man sich das dann so dazu denken, hey, look, eigentlich wäre er jetzt wahrscheinlich 3 Tage geritten, aber es ist da gerade um die Ecke. Also darum habe ich Ghost of Tsushima eigentlich das bessere Assassin's Creed. Aber. Ja, also ich gesagt, ich habe ja wirklich im Ghost of Tsushima die ähnliche Kritik und ich meine, aber eben, es hat mich dann auch weitergetrieben, ich habe es durchgespielt, aber mir haben die ähnlichen Sachen gestört. Ich stimme dir zu, mit, dass das passt hat, damals die Nebenquest. Aber das ist da jetzt auch nicht so, wie es auch schon mal war früher. Also weißt, ich finde, die Quests, die passen in die Welt, oder? Also weißt, die Leute haben... Ja, genau, eben, natürlich nicht immer, weil es halt so verdammt viel Shit hat, oder? Aber oft hat es wirklich coole Sachen, dass du, ich bin wirklich immer motiviert, zum irgendwie, ich gehe jetzt mal dort hin, ich gehe mal dort hin, ich gehe mal dort hin, oder? Aber eben, es ist halt immer wieder irgendwie, wird's wieder ein bisschen, wirst bremst, den Enthusiasmus, weil es einfach so viel Trash hat, oder? Und etwas noch zum Kampfsystem, wollte ich noch sagen, das finde ich insgesamt eigentlich noch geil, weil es, weil die wirklich die Waffen sich sehr unterschiedlich spielen. Du hast also nicht ein nur eine Axt, he? Du hast schon so zwei Hände und alles so Zeug. Du kannst jede Waffe, glaub, doppelhändig tragen, also auch zwei Schilder im Bock hast. Ah. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. zwei Schilder. Am Anfang fangst du an mit Schild und Axt und dort bist du relativ agil unterwegs. Dann habe ich eine Zeit lang mit einer zweihändigen Axt gekämpft. Finde ich recht geil. Wirklich einfach, die ist viel langsamer und hackst einfach wirklich drei. Und das ist wirklich, ey, der Kampf ist wuchtig, wirklich. Mhm. Oder genau, ich habe mal heisst das Morgenstern, auch einhändig. Ah ja, geil, ja, fett. Hey, und dann haust du die Schilder einfach weg, wirklich, zerbrichst die einfach und wirklich, das fühlt sich wirklich wuchtig an. Die Leute spicken dann richtig weg. Hast natürlich dann deine 1000 Specials und so. Jetzt habe ich einen Zweihänder, ein Schwert, und das ist auch anders als die Axt, ist ein mehr mit schwingt ein mehr und hat ein mehr Flow drin. Und einen Speer muss ich mal ausprobieren. Die finde ich wirklich recht unterschiedlich. Dort wiederum negativ finde ich dann eben, du hast neben deinen, sozusagen, den Skill Tree, hast du auch noch Abilities, die du findest. Und dort hat es mega viele, die ich einfach so ein bisschen... Da hat es etwa dreimal einen mit irgendwie auf Gegner lossäckeln und sie packen. Im einen reissen sie am Boden und verprügeln sie, im anderen haust sie an der Wand und verprügeln sie, mit dem anderen spicken sie weg. Und ich finde so, ja, ist eigentlich nichts in den Sinn gekommen. Also weißt, eben, wie gesagt, es ist einfach zu viel. Ich meine, Gottverdammt, wirklich. Ich fände, das Game könntest du so geil zusammenstreichen, dann wäre es viel kaltvoller. Oder? Dann würdest du. Aber du dann hättest du es halt auch mal irgendein paar hundert Meter nichts, oder? Erklär das mal. Mach das mal und erklär das dann nachher nicht der Reviewer. Wir würden das mega geil finden. Wir als, wo gerne etwas schätzen, die dann einfach storymäßig. Aber erklär das mal den Kids da draussen. Die fallen das Loch rein und sagen, nein, das ist ein Scheiß, das kannst du voll nichts mehr machen. Das ist das Problem. Das ist trotzdem noch für Konsumenten gemacht und nicht für uns Snobby-Reviewers, die finden, hey, sorry, es ist zu viel, weil wir einfach 100 Games im Jahr durchgehen und nicht nur einfach eins, wo irgendein, oder?
Ich weiß auch genau das. Ich nehme eben immer an, ihre Rechnung geht ja auf. Ich nehme dann immer meinen Kollegen als Beispiel. Er ist so ein absoluter Assassin's Creed Fanboy. Er hat auch jetzt wieder die Statue gekauft für die 160 Franken Special Edition. Und das Letzte hat er, glaube ich, auch nicht fertig gespielt. Weil irgendwann hat er einfach keinen Bock mehr gehabt. Wirklich? Weil einfach, es hat einfach so viel Müll. Beim Letzten muss man aber sagen, das hat auch, dort hast du grinden. Ja, was gut ist an dem Game, und ich wollte wirklich positiv bleiben am Schluss. Ich finde geil, du kannst das Spiel wirklich spielen, wie du willst. Oder? Du kannst wirklich auch wieder als Assassin spielen. Du kannst wirklich deinen Skills ausbauen, dass du wirklich wieder schleichen kannst, was ja viele vermisst haben, oder? Weil es einfach nur prügeln ist. Du kannst aber wirklich voll auf Berserker machen. Und ich meine, ich schleiche nie. Es hat damals Leute mit Schlüssel. Du könntest die dann erstellen, glaub. Alter, ich stelle nichts, ich hacke alles nieder. Ich bin Wikinger und da ist laut und dann verhaue ich einfach alles. Das stimmt, das habe ich mir überlegt. Ich finde, das Setting ist nicht für Schleichen gemacht. Weißt, beim Tsushima ist klar, hey, du bist ein fucking Ninja-Samurai-Ding. Da ist Schleichen legit. Wenn du hingegen so ein muskelbepachter Techno-Viking bist, irgendwie, weißt du, kennst du das Video noch? Techno-Viking, muss man mal googeln. Dann ist einfach Schleichen voll nicht. Das passt irgendwie wirklich nicht. Das stimmt, das würde ich auch so. Ich will nie im Leben. Wieso? Wieso? Sorry. Hey, wenn man du kannst mit zwei Schildern und einem Morgenstern bewaffnet drinnen. Hey, eben das. Ah, und was noch witzig ist, eben neben diesen Millionen Nebensachen wie Trinkspiele und Würfelspiele, es hat Flighting. Und das ist eigentlich wie Monkey Island, das Duell da, weißt du? Das Ding ist einfach, dort ist es so, genau, du liest dich sprachlich, oder? Und der andere leitet einen Satz vor und deiner muss dann vom Rhythmus und vom Reim und so muss stimmen. Das ist wirklich witzig. Finde ich witzig. Das gibt dir dann Charisma, wo du keinen Plan hast am Anfang, was das macht. Irgendeiner in einem Video hat gesagt, das hilft dir offenbar im Verhandeln dann später. Das Game hat so viel Zeug, das es nicht erklärt im Fall. Und nicht weil es. Weil ich finde, weißt du, cool, musst du auch selber herausfinden. Alter, das Game, das leitet dir ja wie das Rüebli vor die Nase und erklärt dir alles. Denn gewisse Sachen sind einfach unverständlich, dass sie das nicht erklären, oder? Aber vermutlich haben sie es einfach vergessen, weil sie so viele Sachen hat. Ja, das ist ja. Und Buggy? Ich habe gehört für Spanish Segment Buggy, aber... Ich spiele es auf der Xbox Series X. Läuft übrigens wirklich butterweich. Ich hatte ganz selten Bugs gehabt. Manchmal klippen die Leute ineinander rein, aber insgesamt gar keine. Das ist noch erstaunlich übrigens, ich habe es auf dem PC dann auch gespielt. Das ist noch geil. Das hat Cross-Sync. Ja, also ich kann das auf dem PC nachher weiterspielen. Im Jahr 2020, das müsste, weißt du, dass man sagt, das ist noch geil. Also es ist gut, aber geil, halt, aber. Es muss halt ihren Server speichern dann, oder? Ja, es ist einfach in der Cloud, ja. Ihre Server in der Cloud, wahrscheinlich, weil es Ubisoft halt ist und es nicht optimiert ist. Ja. Ist jeder Safe-Game 300 Megabyte groß? Nein, aber was das funktioniert, ein PC läuft sogar ein bisschen schlecht, also schlechter, auf dem PC sieht es ein bisschen besser aus, wenn ich alles drin tue, aber also nicht, dass es jetzt mega offensichtlich wäre. Dafür, wie gesagt, also da tippt es also schnell mal auf 45 Frames, aber meiner 83 und so. Also, schon nicht so optimiert. Aber ist es auf 60 auf der Xbox Series X? Ich habe das Gefühl, es läuft sogar einen Zacken besser auf der... Also, weißt, es fühlt sich ein bisschen spritziger an. Ja, Ubisoft aber es sieht saugeil aus, wirklich. Ubisoft aber sind eben nicht die PC, für PC optimieren erfunden haben. Nein. Das muss man schon sagen. Aber es sieht geil aus, wirklich grafisch, wirklich die Welt ist ein Wucht. Also wirklich, und es ist einfach schade, cool, dass sie nicht einfach mal ein bisschen Zeugs zusammenstreichen können. Apropos Wucht. Weil es gerade im Game Pass ist, damit wir den Game Pass wieder mal erwähnt haben. Ich habe gewusst, etwas fehlt da noch. Gestern oder vorgestern ist, Tetris Effect. Und Tetris Effect ist wahrscheinlich die geilste Tetris-Neuauflage von den letzten paar Jahren. Du bist ja so, es ist ja eigentlich ursprünglich für PlayStation VR konzipiert gewesen, vor allem. Aber es ist so ein hergeiles Game, weil du bist nicht die Tetris-Blöcke kommen ab und rundum spaced so Zeug ab und du gehst mit dem Sound mit und jedes Mal, wenn du die Taste drückst, um den Tetris-Block ändern, tut das im Sound etwas auslösen und den Rhythmus bestimmen und so. Und dann nachher hat es so verschiedene Special Effects und so. Ich meine, der Level ist dann eher so ein bisschen ethno-chinesisch und so. Und du kommst einfach in so einen wahnsinnigen Rausch und Tunnel rein bei dem Game. Ich finde es gewaltig. Und das hat jetzt einen Multiplayer-Modus. Oder vier Multiplayer-Modi, wo recht spannend
spannend sind. Zum einen, das ist wirklich Tetris Classic Nintendo Tetris. Also du kannst nicht noch irgendwelche Blöcke tauschen und so, was du im Tetris-Effekt kannst. Wenn du einen Block nicht willst, kannst du ihn so wie auf die Bank schieben und dann nachher den wieder holen. Später. Und dann schiebst du dafür dann den auf die Bank, der dann kommt. Und es hat kein direkt aber ich weiss, so. Oder dann hat es einen Modus, wo du das dritte kooperativ gegen einen Boss musst fighten. Den habe ich jetzt schon gespielt. Das ist ja geil. Dann ist der Boss ist einfach ein AI. Oder ich weiss nicht, ob sogar auch ein Spieler der Boss kann sein. Und dann bist du das dritte. Und irgendwann, an einem gewissen Punkt, tun sich all drei von diesen Tetris-Feldern, die du siehst, zusammen. Und du tust das dritte auf allen drei spielst du. Also das heisst, du kannst deinem Mitspieler, wenn er noch einen langen Block braucht und du hast da lang, kannst du ihm den rein tun und er tut dafür crazy, irgendwie crazy, das Ding rein. Das ist ja hure geil. Hure geil. Das ist hure geil. Und dann gibt es noch zwei andere, die ich nicht. Die habe ich noch nicht gespielt. Aber es ist wie. Also eben, ich meine, es ist Tetris-Effekt, wo ich ein unglaublich fertig geiles Spiel finde. Und du kannst eben dich von. Jetzt habe ich es auf einfach. Ich bin wirklich ein unglaublich schlechter Tetris-Spieler. Wahnsinnig eingerostet. So, weil ich meine, das letzte Mal, wo ich das. Gut, eben ist Tetris-Effekt gewesen, aber. Du kannst es auf einfach, dann ist es mega chillig und hast so ein bisschen, wirklich ein bisschen Tetris zocken und dich dort so ein bisschen eintauchen. Oder dann nachher auf Mittel, dann wird es schon mega stressig und auf schwierig. Eben, das macht dich fertig. Und jetzt mit dem Multiplayer, da freue ich mich wirklich drauf, dort nochmal ein bisschen reinzuzocken. Das Geile ist eben, es ist Tetris. Es ist nicht irgendwie, du kannst auflesen und spielen. Egal, oder? Und das finde ich wirklich, also Tetris-Effekt. Dringend empfohlen von mir. Du spielst auf dem PC, oder? Ich spiele auf dem PC, ja. Ja. Ich glaube aber... Ja, das ist geil, ich habe das auch auf der Playstation gespielt, auch mal mit VR, hat wirklich noch geflasht. Ja, VR stellen wir es also wirklich, das stellen wir grausam geil vor dann, ja. Ja, es ist... Das ist geil. Weil du siehst eben, dein Tetris-Feld ist so, schwebt so in einem Raum rein und dann, je nachdem, wenn du weiterkommst, wird der Sound immer heftiger und sie fängt irgendwann an zu singen oder einer fängt an zu rappen und so und dann nachher dann immer so buff und dann nachher, es ist wirklich einfach so, der Soundtrack ist so, es ist so ein Sound, den ich jetzt nicht würde hören, privat. Weißt du, es ist so ein bisschen im Dubstep-Deep-House-Bereich, wo ich so ein bisschen, aber es passt huere geil dort drin. Weil eben je nachdem, wie du weiterkommst, umso krasser wird der Sound und umso mehr Farben gehen ab und so. Nicht für Epileptiker, aber ja, wenn du auf Trippy-Zeug stehst, so geil. Mhm. Und ich glaube, man kann sich auch irgendwo wahrscheinlich, oder? Wenn es nicht im Game Pass ist. Ich glaube, auf PC ist Epic, oder? Ist es? Habe ich gemeint. Also ich weiss, Alten ist mal gewesen. Okay. Also das Alte, das Normale. Ja, okay. Tetris-Effekt, ich kann da schnell gar nicht verstehen. Was heisst Tetris-Effekt? Sagt ja noch einen Namen dazu. Tetris-Effekt. Connected. Tetris-Effekt Connected heisst es, genau. Aber ich weiss nicht, ob das ein Gratis-Update ist für die, die es schon haben. Ich glaube schon. Wahrscheinlich schon, oder? Hey, aber erzähl mal von deinem Wheel, von deinem Logitech G923. G923, genau ausgepackt. Logitech hat ein neues Steuerrad gemacht. Logitech hat... Das G27 ist das klassische Einsteiger, wo aber wirklich gutes Force-Feedback-Steuerrad ist, also dass du spürst, Straße unter deinem Ding, sonst musst du kein Steuerrad kaufen, wirklich nicht. Dann haben sie G29 gebracht, was ein inkrementelles Update war. Dann das G920, wo dann einfach wie das G29 war, noch mit 1-2 Features mehr für die letzte Generation, Konsolengeneration, und jetzt haben sie das G923 und es gibt zwei Versionen, einmal für Xbox und einmal für die Playstation, aber es funktionieren beide am PC, das war bei der letzten nicht so gewesen. Jetzt haben sie das G923, es sieht genau gleich aus wie das letzte, eigentlich, also wenn du es so dort hast. Sie haben aber einfach zwei Sachen geändert. Und zwar einerseits hat es so ein Spezial-Rumble-Feature, wo ich nicht mal weiss, ob sie einen zusätzlichen Motor eingebaut haben, aber du spürst so das Auto noch ein bisschen mehr, den Motor und so, spürst ein bisschen mehr. Ich habe es jetzt mal mit und ohne gespielt und der Effekt ist jetzt nicht... Also, du bist nicht besser wegen dem. Aber...
es ist, re- also es macht dich, es ist einfach ein bisschen realistischer im Sinn von more immersive, wie soll man das auf Deutsch sagen? Also es zieht dich ein bisschen mehr rein. So. Mhm. Ja. Und du spürst schon auch dann, also weißt du, wenn es ein bisschen anfängt, wenn das Auto anfängt zu rutschen, dann spürst du es schon ein bisschen eher vielleicht noch ein bisschen. Das ist das eine. Und andere ist, sie haben etwas, das Bremspedal hat endlich mal ein bisschen realistischer Widerstand. Weil vorne sind Gas und Bremse gleich gewesen und bei einem Auto, wenn du Auto fährst, weißt du, dass Bremse am Anfang recht locker geht und dann immer härter wird bis zum Voll, bis Vollbremse eigentlich, musst du ja voll draufstehen, oder? Mhm. Bei einem echten Auto. Und ja, das haben sie, und das war eben bei diesen Pedalen nie gewesen. Und dann früher, ich habe mein G27 dann noch gemoddet mit einem, ich glaube, mit einem Radiergummi oder so. Das hat so ein bizarres Zeug. Kannst auf dem Internet kannst du anschauen, wie du eben den Effekt dann auch anbringst. Und das hat man immer müssen machen, weil sonst kannst du einfach die Bremse nicht brauchen. Weil du, das ist einfach dann nicht real. Und die Bremse haben sie jetzt ein bisschen so gemacht. Allerdings nicht mit der besten Technologie. Sie haben, glaube ich, einfach den Radiergummi schon drin verbaut. Geil, ist doch gut. Also, weißt, einfach ein Gummi nicht da. Und, aber generell ist es einfach, es ist eigentlich das Steuerrad, wo ich sage jetzt mal, in dieser Preisklasse, es ist natürlich auch wieder ein bisschen teurer geworden, weil es, ich finde es ein bisschen eine Frechheit von Logitech, ganz ehrlich, sie haben es einfach ein bisschen teurer gemacht, die zwei so ein bisschen Semi-Updates eingebaut, aber es ist wirklich also genau das gleiche Gehäuse, alles genau gleich. Und haben es, glaube ich, dann UVP 100 Stutz oder so teuer gemacht. Was, dann schon recht, was kostet es denn? Jetzt bin ich gerade schnell am Schauen. Aber sie haben $400 eigentlich mal gesagt. 339 wäre es bei uns und wir haben gerade einen Rabatt drauf. Und das G920 ist, das finde ich jetzt gar nicht mehr. Ja, ist gleich. Aber ja, es ist noch ein bisschen günstiger. Also man kann sich das G920 kostet 244 bei uns jetzt. Ist okay. Versus 244 versus 339. Ja, mal, das ist schon doppelt, also 100 Stutz teurer. Ich würde mir jetzt aber schon das ziehen, wenn ich ein neues würde ziehen, alleine, weil es wahrscheinlich dann irgendein ist, nur noch das unterstützt wird. Aber das ist auch das Problem, das ich gemerkt habe. Im Moment hat es noch ein bisschen Lampen, weil die Games einfach noch nicht bereit sind für das. Du musst ein bisschen basteln. Das. Aber das ist immer ein Gebastel mit diesen Steuerrädern, dass es überall läuft. Und das Zusatzfeature, das läuft bis jetzt, glaube ich, nur in drei Games, glaube ich. iRacing, im Assetto Corsa Competizione und im Grid. Wenn es mich nicht täuscht, läuft das Spezialfeature. Das ist aber von den Entwicklern der Games her, die müssen das nicht programmieren. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich finde es ein sehr solides Wheel. Wirklich, für den Preis bekommst du fast nichts besser, außer das T300 von Thrustmaster. Und der nächste Schritt ist dann schon deutlich teurer mit Fanatec und so. Und dann kannst du fast ins Direct Drive. Ein Auto. Ja, dann kannst du in Direct Drive. Die kostet dann 2000 Stutz, nur die Wheelbase. Dann hast du noch kein Steuerrad dran und so. Weißt? Geil. Aber ich habe meins verkauft vor zwei Monaten. Mein Logitech. Ich brauche es einfach. G27 hast du gehabt, oder? Ja, ich glaube es, ja. Ja. Ich habe meins eben auch verkauft, als ich gezügelt habe. Und dann habe ich gedacht, ich will wieder ein neues. Und jetzt habe ich wieder gemerkt, es ist einfach schon scheiße. Du brauchst ein Playseat eigentlich. Ja. Mit dem Bürostuhl rutschst du immer so zurück, oder? Hey, ich habe mir extra im Fall mal so eben beim Rädchen ersetzt am Stuhl, wo du kannst arretieren. Ah, wirklich? Ah. Habe ich mal gekauft. Das müssen wir eigentlich nicht zugeben. Was ich auch finde, ist, die Pedale früher beim G27, bei meinem Alten, haben sie die Gummierung unten ist nicht so richtig gut gewesen. Das hast du immer weggestoßen. Ja. Ist jetzt recht geil. Yeah. Musst aber trotzdem, also du schiebst, wenn du herbremst, schiebst du es immer noch ein bisschen weg. Der Tisch, ich weiß, das nervt einfach. Das ist aber ein Scheiß, du brauchst ein Playseat und der Playseat ist einfach ein verficktes Monster, verdammtes Monstrum. Yeah. Und ich bin jetzt schon wieder ein bisschen am Schauen, oder? Jetzt habe ich gedacht, ja, yeah, komm, aber ich muss es eh wieder zurückgeben. Es müsste schon längst zurückgehen, aber dann habe ich das mit dem Rücken gehabt. Da, für 197 ist ein Playseat, das ein bisschen ein Matten ist, wo kannst zusammenklappen. Ja, der Platz ist ja das Problem. Aber der Platz ist das Problem. Der Seat ist nicht so teuer, aber da kann ich keinen Platz für so einen Scheiss. Ja, ich müsste mir den vielleicht mal bestellen und mal schauen, ob das etwas ist auf eigen Bedarf und auch so quasi ein Review machen. Und vielleicht ist es dann einfach auch nichts, also weißt. Aber
mal schauen, wie es für Review ankommt. Ich habe gestern da jetzt, ich habe mich ein bisschen kreativ ausgetobt und habe da Close-Ups gemacht mit der Kamera und so. Wird wahrscheinlich ein Scheiß. Ich habe Armin geschickt und gesagt, lass jetzt, ich weiß, ich kann wahrscheinlich nicht filmen. Wahrscheinlich hat er jetzt die größte Probleme. Aber es wird, ist es cool? Ja, ich hatte cool. Ich hatte gerade noch den Podcast, muss er dann noch schnibbeln. Ja. Ja, komm, dann machen wir doch da fertig. Okay. Wir sind, warte mal, der Podcast kommt am Mittwoch. Am Donnerstag, oder was? Also heute, oder was? Heute. Ja, ich würde den heute raushauen. Ah, ja. Und genau, wir streamen noch die Woche Assassin's Creed Valhalla, also auch am Mittwoch. Und was ist die Woche noch? Ich würde noch ein bisschen PlayStation reviewen, wo eben heute oder morgen soll kommen. Wann ist Release bei uns? Wann verschicken wir PlayStation? Am 19. ist der offizielle Launch. Schweiz. Also Europa, überall los in den USA. Ich glaube, nur USA ist eine Woche vorher. Ah, das ist eine Woche vorne, genau. Das ist eine Woche vorne. Ja. Ich glaube 19. Ja. Ja. Ja, also jetzt stay tuned und ja. Habt ihr noch etwas? Nein, werden wir nächste Woche mal wahrscheinlich PlayStation streamen, oder? Vermutlich, ja. Das wäre die Idee. Geil. Das ist ein Plan. Kommt dann cool. Demon's Souls, ist das dann schon? Hast du das dann? Ich habe angefragt, aber noch nicht bekommen. Hallo Simon. Ich habe erst Bugsnacks bekommen für PS5. Was? Bugsnacks. Das ist geil. Das ist von denen, Octodad, die den gemacht haben. Das soll recht geil sein. Gut. Für das brauchst du kein PS5. Ja, habe ich gerade gedacht. Dann machen wir noch fertig. Danke fürs Zuhören und schickt uns eure Inputs, Fragen, Korrekturen. Nein, Quatsch, das haben wir nie, weil wir sind perfekt. Ja, perfekt. Offensichtlich. Podcast@digitec.ch oder an Luca Fontana direkt, wenn er wieder nur alleine zu hören ist. Ja, wenn ihr wollt sagen, wie perfekt wir sind und uns dazu gratulieren, dann auch luca.fontana@digitec.ch. Dann schmeißt die Show auch alleine und mit dem sage ich Tschüss miteinander. Ciao.